Servus vom Stubaier Gletscher und vom Snow Report Februar 2024. Ich nehme euch jetzt mit, was im Februar passiert ist und was im März auf uns zukommt. Los geht's! Der Andreas steht neben mir, unser Seilbahndirektor. Servus Andreas, was gibt's Neues vom Stubaier Gletscher? Ja Flora, bei uns am Stubaier Gletscher, da gibt es immer was Neues. Wir haben letzte Woche sehr viel Schnee gekriegt, wir haben 80 cm Schnee gekriegt. Das heißt für uns, wir können wieder neue Sachen machen, wir haben eine neue Piste gemacht. Wir fahren direkt unter der Rotadelbahn zum Gamsgarten. Das ist eine schöne, blaue, breite Piste, eine Länge von ca. 600-700 Meter. Also wirklich super zum Fahren. Und da in der Mittelstation auf einer Seehöhe von 2300 Meter haben wir eine Langlaufläufe angelegt und man sieht eh, es ist klassisch und Skatingläufe. Jetzt muss ich noch mal kurz auf den Neuschnee zurückgehen. 80 cm Neuschnee, wie viel ist dann am Berg? Ja, 80 cm Neuschnee hast du natürlich. Wir fahren mit dem Pistengerät wieder drüber, der wird komprimiert und das passiert natürlich schon den ganzen Winter. Das heißt, auf die Pisten haben wir schon eine Schneehöhe von mindestens einmal, sagen wir mal 2 Meter. Also Flora, wenn man die jetzt dann gerade eingroben würde, sozusagen in die Pisten, dann schaust du gar nicht aus. Okay, super. Aber kommt davor noch im März bei uns vorbei, weil da wartet auch so einiges auf euch, unter anderem das Freeride-Testival. Das ist das größte Freeride-Equipment-Test-Event der Alpen. Da gibt es so einiges auszuprobieren und wir freuen uns auf euren Besuch. Nicht nur am Berg haben wir super viel Neuschnee erhalten, sondern auch im Tal. Das heißt, unsere beiden Talabfahrten sind unter besonders guten Bedingungen. Darum fahren wir jetzt auch gleich Skiroute Nummer 14, die Wilde Gruben, hinunter und schauen uns das an. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei seid bei unserem Snow Report im März. Also bis bald, folgt uns gerne und ciao!